herzlich willkommen. Ich bin Varaya von My Loves Paper und habe euch mal wieder ein Kochbuch mitgebracht. Dieses Jahr ist Kochbuchjahr. So, ich checke noch einmal kurz hier meine Technik. Ja, nicht, dass das Video hier schief wird und es wackelt auch noch. Oh Gott, da werde ich ja seekrank. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, schaut euch gerne um. Lasst mir gerne Likes, Kommentare übrig und bitte auch Abonnenten. Hier kommen nämlich regelmäßig schöne Papierprojekte. Das sagt ja irgendwie mein Name auch schon. Und dieses wunderschöne Papierprojekt wird heute an eine Kollegin gehen. Zur Kücheneinweihung. Macht ja irgendwie Sinn, ne? Dass man zur Kücheneinweihung was Schönes mitbringt. Und wenn man schon Junk Journal bastelt, dann ist das natürlich ein herzlich schönes Mitbringsel. So, gehen wir mal los. Wir haben hier Casa Granada Papier von Stamperia oder Stamperia benutzt. Wir. Das königliche Wir, ihr kennt das Ding, ne? Also ich habe hier das Stamperia Papier benutzt und habe das Ganze mit Mod Podge versiegelt. Hier habe ich noch so mal ein kleines Siegel drauf gemacht. Ich habe eine alte Küchengardine benutzt und natürlich jede Menge Spitze. So, wir haben hier 4 Signaturen mit jeweils rund 10 Blättern. Jetzt möchte die kleine Katze hier rein, die hoffentlich... Ach, Böhnchen, du kennst das Schild immer nicht, ne? Ich habe nämlich ein... Guten Morgen. Ich habe nämlich ein On-Air-Schild vor meiner Tür. Und diese kleine Katze hier liest das nicht. Kommt mal in die Nase hier rein. Oh, da ist die Bonnie. Jetzt legst du dich auf meinen Stuhl. Ich setze mich davor und habe ich noch so einen Hintern breit Platz, dass ich hier nicht vom Stuhl falle. So, Bonnie ist jetzt mit on air. Bleib schön da hinten und sei ruhig. Kein Gemauze. Also, 4 Signaturen. Jeweils 10 Blätter benutzt oder um die 10 mal. Es ist ein 11. Mal, es ist ein kleines dabei. Ihr werdet es gleich sehen. Also ich zähle dann meistens die großen Blätter einfach nur. Das macht Sinn. So, das Buch ist ein bisschen kleiner als DIN A5. Das heißt, ich musste meine Seiten noch zurechtschneiden. Ich habe ein Dingeldangel-Lesezeichen drin, weil ich einfach finde, in der Küche Gebamsel ist grenzwertig. Also Gebamsel als Lesezeichen finde ich fein. Nur Gebamsel, was man nicht abnehmen kann, wenn man da gerade am Rumwurschteln ist, könnte schwierig werden. So, hier habe ich diverse Küchenutensilien, nicht unbedingt, sondern einfach Früchte dran gehängt. Kirsche, Apfel, einen Pilz und eine Birne an einem kleinen Federlesezeichen. Das darf jetzt erstmal zur Seite wandern, wenn ich euch das hier zeige. Derweil habe ich noch ein bisschen Kaffee übrig. Es ist früh am Morgen. Ich muss hier meine Lampen anmachen, weil es einfach so düster und trist ist draußen, dass ich hier mit Lampe arbeiten muss, leider. Natürliches Licht ist mir immer irgendwie lieber bei den Videos. Genau, ich habe, wie ihr seht, eine Spitzenschleife hier rein gecraftet. Und hier fängt der Zauber an. Das ist überall Platz, ganz viel Platz zum Reinschreiben. Das ist für mich auch der Sinn des Kochbuchs. Und es haben sich viele Kollegen so mal verewigt. Die haben mir vorher die Rezepte zugeschickt. Und ich habe sie hier in das Journal eingebaut. Hier ist der Einleitungsbrief, den ich euch jetzt nicht vorlesen werde. Hier kann man noch mal ein bisschen was reinschreiben, so ein Ex-Libris zum Beispiel. Wobei, Michaela kocht, ist ja schon recht, recht deutlich. Ich habe in diesem Kochbuch jetzt das erste Mal das Designpapier von Jessica Hart von One More Vintage Design benutzt. Wenn ihr dieses Designpapier haben wollt, dann müsst ihr die Jessie einfach mal anschreiben. Ich verlinke euch mal ihren YouTube-Kanal und ihr findet sie auch bei Facebook, da verlinke ich sie auch mal. Das heißt, wenn ihr dieses Papier haben wollt, das ist wunderschönes Vintage-Papier, alles rund um Küche und Essen, dann schreibt sie ab. So, ich habe hier und da Taschen reingebastelt und einfach nochmal so Kärtchen und Papier reingesetzt. Geht's auch weiter. Fertig. Hier geht es auch weiter mit dem Stamperia Papier. Ich habe Tee und Kaffee gefärbte Seiten hier verbastelt.
Ja, einige, wir haben diese schönen Teekrisselflecken. Hier habe ich das große Glück, dass ich eine Färbeform habe, die rostet. Die macht so richtig abgefahrene Rostflecken. Fällt mir super. So, und hier haben wir zum Beispiel das erste Rezept. Ja, und die Leute haben mir die Rezepte so gegeben, wie sie sie hatten. Na, also das hier war mal DIN A4. Das ist jetzt zum Ausklappen. Und es sind jetzt nicht Unmengen an Kollegen. So, hier haben wir wieder so eine schöne... Ich schreibe mir selber was ins Buch, Karte. Vielleicht wird das ein Einkaufszettel, wer weiß. Ja. Vielleicht wird das ein Einkaufszettel. Also man darf sie nach Herzenslust rausnehmen. Hier auch die Text, die sind weiß von hinten, also beschreibbar. Und dieses Designpapier fügt sich hier wunderbar ein. Es hat alles so eine Vintage-Note. Hier habe ich ein bisschen Sachen aus Schweden mitgebracht, also schwedische Werbung zu Küchenutensilien und zu Küchen. Sagt man denn? Liegt mein Buch schief, ne? Zu Zutaten. So, hier wieder Tee gefärbtes Papier, hier und da Sticker. Ich habe nicht mega viel dekoriert. Weil ich nämlich auch weiß, dass Michaela auch erstmal selber kreativ ist und auch einen ganz eigenen Stil hat. Deswegen habe ich nur hier und da mal einen Stempel hingedrückt und nur hier und da mal so ein Kaffeefleck-Stencil und auch nur hier und da Täschchen oder Sticker. Hier, das könnte zum Beispiel auch schön als Einkaufszettel genutzt werden oder als kleiner Hinweiszettel. Na, wie nach Motto, lass den Kuchen noch eine Stunde ruhen, ganz wichtig, kann man sich daneben kleben. Das hier ist somit mein Lieblingsbild. Der schöne gedeckte Tisch. Hier habe ich eine Tasche reingebaut mit einer Karte. Ja, diese Flecken hier, die habe ich mit Ground Espresso und einem Fleckenstencil gemacht. Hier haben wir eine Joghurtbombe. Auf das Rezept bin ich auch gespannt. Das werde ich mal nachmachen. Mal gucken, ob das auch in vegan geht. Ja, dieses Papier habe ich tatsächlich irgendwo aus dem Freebie gezogen. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber das ist ein super schönes Papier, finde ich. Ja, und ich habe in die Spitze hier an den Seiten teilweise noch hier Charms dran gehängt. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine Cookie-Dose. Die hängt da dran. Hier, genau, das kommt auch aus diesem Freebie-Papier. Ich glaube, das war Victoria Design. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die hat wunderschöne Sachen gemacht. Ja, und diese Torte ist doch wohl ein Traum, oder? Aber das Papier spiegelt ein wenig, sehe ich. Was, wenn ich die Lampe drehe? Ne, passiert auch nichts. Also, ich halte es mal so, dass es nicht spiegelt. So eine Katze im Rücken ist wie so eine Sitzheizung. Das ist auch nicht schlecht. Ihr seht überall hier so Kleinigkeiten mal dekoriert. Und hier haben wir ein kleines Ausklappelement mit einem kleinen Fähnchen dran. Und ja, hier kommt ein Waffelberg. Könnt ihr das sehen? Mit einem Schreibbereich unten. Das hat Jessie immer sehr schön gemacht, dass sie auf vielen Seiten einfach einen helleren Bereich eingefügt hat. Man sieht das Bild noch durch. Einfach um noch ein bisschen mehr Platz zum Schreiben oder für Anmerkungen zu lassen. Na, auch hier haben wir ein Törtchen mit liniertem Papier. Total süß. So, und das hier meine ich mit den kleinen Seiten. Die habe ich nicht mitgezählt. Das kommt auch aus diesem Freebie. Da habe ich einfach wieder ein kleines Zettelchen mit reingesetzt. Genau das hier auch. Das war so eine DIN A4 Seite. Nee, zwei sogar. Zwei DIN A4 Seiten, die zu einem Design gehörten. Und ich finde einfach, also das hier ist die Signatur, die wir jetzt gerade durchblättern, habe ich mir so vorgestellt, dass das so die Kuchen- und Dessert-Signatur sein kann. Und deswegen habe ich nämlich auch die Rezepte, die hier mit Kuchen reingetrudelt sind, oder Nachtisch, habe ich in diese Signatur gebaut. Genau, hier wieder, ihr seht's. Eine große Karteikarte. So, hier haben wir ein kleines Blumenarrangement mit Poststempel, ein paar alte Bilder dazu. Ja, auch so richtig fies gefärbtes Papier, wo ihr seht, dass die, ja, dass mein Papier ganz schön lange im Tee war und gut übereinander gelegen hat. Das macht nämlich diese Farbe, ja, und die unteren Papiere kriegen dann diese Roststellen. Ja.
Whoever is happy will make others happy too. So, und nachher wird dieses schöne, schöne Kochbuch auf Reise gehen. In einem Präsentkorb mit vielen leckeren Sachen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob die liebe Michaela damit was anfangen kann. Und ob das Ganze ein Kocherfolg wird in der neuen Küche. Auf jeden Fall wird die neue Küche anständig zelebriert. So, hier haben wir noch kleine Erdbeere. Ja, hier wieder ein bisschen Platz zum Schreiben, rechts und links. Und wenn euch mal sowas passiert, dass hier bin ich irgendwie mit einem Tropfen Kleber drauf gekommen und habe es abgerissen, macht ein bisschen mit hier Bürstchen, Stempelfarbe drüber. Ich habe hier, glaube ich, mir Vintage Photo Ink genommen. Und dann sieht das aus wie ein gewollter Küchenfleck. So, hier und da haben wir halt die Flecken, die hier in der Küche immer schon mal passieren, ne? Und auch hier so ein kleiner Pilz noch. So, schön Papier mit Linien. Ein paar Sticker. Also ich habe tatsächlich ein paar Sticker gefunden, die sich mit Essen beschäftigen. Recht wenige, aber es gibt sie. Genau, hier mal wieder so einen schwedischen Zeitungsausschnitt mit einer Tasche dahinter. Und kleine Sticker. Ja, die sind ganz süß, ganz herzig. Also ich mag ganz gerne die, die so matt sind. Die sind leider nicht alle matt. So, hier habe ich einen Tag auch zu einer Tasche verarbeitet. Jo, das ist die dritte Signatur schon durch. Jetzt kommen wir zur vierten. Hier dieses Brot, das sieht so lecker aus. Ich weiß nicht, könnt ihr das vernünftig sehen? Und das ist so ein richtig leckeres Bild. So, ja, ja. Irgendwie ist meine Kamera ein bisschen schief. Aber ihr könnt das Buch sehen, das ist schon mal gut. So, hier habe ich sowas schräges Bellyband reingesetzt. Und auch diese ganzen Borten hier, die habe ich aus dem Casa Granada Papier. Einfach Kanten oder wenn ich irgendwie Bilder kürzen musste und so, habe ich das so getan. Ja, diese matten Sticker, wenn ich das Papier kürzen musste, habe ich das so getan, dass ich wirklich noch so eine Borte übrig habe. Und damit ich hier so kleine Taschen oder Bellybands machen kann. Ich finde immer, das macht total Sinn, sein Papier komplett zu benutzen. Ja, auch hier, da gefiel mir der bunte Hintergrund nicht ganz so. Und deswegen habe ich das hier mit drauf gezaubert. Frosch im Hals, Kaffee trinken. Also hier seht ihr was. Das Rezept, das kennt ihr vielleicht aus dem Piratenpapier von Jutta von Funkelkram. Ich habe da jetzt mal bei Britta drunter geschrieben, weil das Rezept einfach von mir in dieses Buch gewandert ist. Das ist schon klar, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Aber auch das wird Michaela wissen, dass ich mir kein Rumrezept ausdenke. Ne, nur, ich habe immer den Namen der Kollegen drunter geschrieben, von wem kommt welches Rezept. Und so ist diese Signatur auch mit meinem Rezept hier zusammengestellt. Hatte ich eigentlich irgendwo. Knister, knister, das Knäckebrotrezept, das kommt noch. Das habe ich nämlich, also ich hatte natürlich den schönen Vorteil, dass ich dieses Buch hier baue, mache, crafte. Das heißt, ich konnte mir mit meinem Rezept noch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Kreativität lassen. Hier kommt diese Mini-Tafel Schokolade, die finde ich so süß. Genauso wie diese Keksdose, ne? Also, das gehört schon so, das ist schon echt schick und süß. Also, finde ich. Mal gucken, wie ihr es findet. So, ich konnte mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich hatte nämlich noch schon mal für ein Kochbuch ein Knäckebrotrezept ein bisschen schön gemacht. Habe das dann durch den Scanner gezogen. Der Scanner hat das viel dunkler gemacht. Also eigentlich war das mehr schwarz-weiß mit ein bisschen Vintage angehaucht. Und im Endeffekt ist das so, ja, durch einen bösen Scanner ein bisschen rosalich geworden. Und sieht jetzt so richtig schön voll aus. Und das habe ich dann jetzt hier so auch zusammengeknüllt und nachgedistressed und reingebaut. Ja, und keine Angst vor zu großem Papier. Habt ihr echt ein DIN A4 Papier und wollt irgendwo was reinpacken? Ich habe jetzt einfach nur mal den Rand ganz grob drumherum geschnitten und habe es dann einfach wirklich zum Einklappen gemacht. Na, und beim Kochen kann man es ja ausklappen, das ist das Problem. Selbst wenn hier ein Rezept steht. So what? Man kann ja keine zwei Rezepte auf einmal machen, ne? So, hier wieder ein kleiner Untersetzerzettel. Hey. Potenzielle Einkaufszettel. Oder ein Mahnmal, halte dich an die Regeln und die Zutaten.
Fällt mir ja immer ein bisschen schwer. So, hier wieder das Gegenstück zu diesem kurzen. Und auch hier so ein kleines Einkaufskärtchen vielleicht. Who knows? So, Kaffeerandflecken. Echte Teeflecken. Schöne Sticker. So, da kann sie mal schon am Ende der Signatur. Hier habe ich noch ein Rezept. Das kam recht spät, da hatte ich nämlich schon Urlaub und habe das nicht direkt bekommen. Das habe ich jetzt einfach mit hier hinten reingesteckt. Das kann man irgendwo noch mit rein craften oder auch nicht. Und jetzt habe ich hier noch ein kleines Highlight hinten reingesetzt. Und zwar ist das hier. Das kommt nämlich auch von Jessie. Also nicht das hier, das kommt aus dem Freebie, aber das, was ich euch jetzt zeige. So, hier ist ein kleiner Magnet hinter, ihr hört es. Kann man aufklappen. Und hier ist, was wiegt wie viel. Das finde ich in dem Kochbuch super interessant. Und auch hier, zweite Seite, was wiegt wie viel. Wie viel ist ein Esslöffel? Und noch ein schöner Küchenspruch. Hier hinter wohnt mein Magnet. Und klatsch. Das ist die ganze Herrlichkeit. So, jetzt hüpft noch eine Stefans Rezept hier wieder mit rein. Und das war mal wieder mein Kochbuch, muss ich ja sagen. Mal wieder. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und das ist jetzt das dritte oder vierte Kochbuch dieses Jahr. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie viel ich schon gemacht habe. Also mindestens das dritte. Ich glaube eher das vierte. Naja, ihr werdet es ja sehen. Wenn euch meine Kochbücher langweilen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr sie cool findet und ich wieder eins machen soll, und ich habe übrigens wieder neues Material gefunden, dann schreibt mir auch gerne das in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Reaktion. Ja, und ich freue mich auch, dass ihr dabei gewesen seid. Und wünsche euch noch viel Spaß heute bei dem Tag, was auch immer ihr tun werdet. Ich werde jetzt hier weitermachen und sag mal, bis demnächst in diesem Kino.